Herzlich willkommen zum neuen Video zum Thema Vorsorge. Es ist ja aktueller denn je. Ihr seht da, ich habe da einen Rucksack dabei. Es geht heute um den Fluchtrucksack. Wir sind ja gerade im Zeichen vor der Flutkatastrophe in NRW, Rheinland-Pfalz, bei der unzählige Menschen ihr Obdach verloren haben, ihr Haus verloren haben, ihre Existenz verloren haben, bei der unzählige Menschen flüchten mussten, ohne große Vorbereitung. Wasser rauscht jetzt raus. Und da reden wir, nenne es jetzt mal Selbstversorger, Vorbereitungskanäle, ja schon die ganze Zeit oder eigentlich immer vom Fluchtrucksack. Das ist eins für die elementaren Dinge. Und ich möchte euch jetzt da einmal vorstellen, was ich für mich persönlich in so einen Fluchtrucksack einpacken würde. Und was ich mir halt so gedacht habe dabei. Die einzelnen Dinge stellt ihr euch dann in mehrere Videos vor. Es geht mal los. Also es ist, jetzt hat man jetzt da, den hat es einmal beim Aldi, glaube ich, gegeben oder so. Das ist so ein kleiner Trekking-Rucksack. Der reicht soweit. Ich verlinke euch das alles mal unten in der Videobeschreibung. Ihr findet das auch alles nochmal auf unserem Blog in einem extra Artikel. Da verlinke ich die ganze, oder ja, da habt ihr die ganze Liste mit den Dingen, die ich da eingepackt habe. Und natürlich mit Links zu Amazon. Wenn ihr da klickt, könnt ihr uns dabei ein wenig unterstützen. Macht ihr das? Recht herzlichen Dank dafür. Ja, los geht's erstmal mit einer Sache. Und zwar, es ist eine Hängematte. Und da habe ich aus der Baumpflege ganz nützliche Dinge. Also ist eigentlich aus dem Kletterbereich. Ich nehme sie aus für die Baumpflege. Das sind so Bänder, die tragen 22 Kilonewton. Ich hänge das jetzt mal daher. Mal sogar das kürzere nehmen. Vielleicht gehen sogar alle zwei. Also ihr macht da einfach, ich weiß nicht, ob man sieht, so Schlaufe rum. Dann ist an der Hängematte dieser Karabiner dran. Die Dinger gibt es natürlich in verschiedene Längen. Und dann kann man die auch einfach so verlängern. Dann klickt das ganze Spiel ein. Dann kann man sogar da noch den kürzeren nehmen. So. Und schon hat man mal einen Platz, der trocken ist und unabhängig vom Untergrund. Das hat sich jetzt mit den zwei Bäumen echt zufällig so ergeben. Und so wird es ja dann wahrscheinlich auch irgendwo draußen sein. Stellt euch vor, Hochwasserkatastrophe. Oder ja, was halt alles Mögliche schon war. Ne? Wo dann Leute urplötzlich aus ihrem Haus raus mussten. Dann ist die Frage, oft werden dann Turnhallen oder so zur Verfügung gestellt. Oder aber es werden Zelte aufgebaut oder. Es ist halt die Frage, wollt ihr dann unbedingt euch mit 200, 300, 500 Mann in so einem Zelt verpacken? Ne? Und so seid ihr dann doch einmal unabhängig. Die Hängematte da.
hat zusätzlich oben ein Fliegengitter. Sollten wir auch darauf achten. Ist man jetzt wirklich in einer Gemeinschaftsunterkunft? Ihr könnt schon mal eure Wertsachen so verpacken. Oder ihr seid irgendwo in der mehr oder weniger Öffentlichkeit. Ihr könnt eure Wertsachen so verpacken, dass man nicht gleich vorbeilauft und schnappt es und weg ist es. Ne? Das ist einmal der erste Punkt. Dann sind da wegen so Schnür dabei. Schauen wir mal, ob das was wird. Passt da bitte ein wenig auf. Wenn da, falls jetzt bei Wish oder Amazon, wird ja euch das auch ganz gern vorgeschlagen. Ein Wunderseil und was weiß ich. Das ist sowas. Und ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr Hängematten an so einem Ding da befestigt. Ich habe jetzt da die Schnür. Jetzt zeige ich euch mal einen Knoten, wie ihr die verbinden könnt. Ihr macht da einfach einmal oben drüber. Mal da hingehen. Geht jetzt einfach einmal so oben drüber und im oberen geht er wieder oben drüber, unten durch. Dann habt ihr zwei so Schlaufen. Sieht man das? Und es hält genauso und sowas bringt man auch wieder auf. Das ist natürlich bei so einer Klanschnur schwieriger aufzubringen als bei einem großen Seil. Aber grundsätzlich geht es wieder auf. Schauen wir mal, ob das von der Länge her reicht. Ja, dann kann man sich da nämlich ein Dach mitbauen. Und zwar geht er da rum. Geht nochmal rum. Dann nehmt ihr euch den, der jetzt da praktisch anlegt. Da geht er mit eurem Losen unten durch. Könnt ihr anziehen. Und es hält grundsätzlich schon mal. Man macht da nochmal sozusagen wie so ein Halbschlag, hast du es, als Sicherung drauf. Passt, fertig. Hält. Könnt ihr auch mit einem dickeren Seil machen, zeige ich euch dann auch nochmal. So, da sind jetzt noch wegen so kurze Stücke, wofür auch immer man die braucht, aber ist egal, haben ist besser als brauchen. Das heißt, ihr könnt jetzt die Dinger im Prinzip nehmen. Und da sind so Schlaufen drin. Habt ihr jetzt da schon mal Luft, dass euch nicht das Ding da im Gesicht rumhängt. So, dann gehen wir weiter im Fluchtrucksack. Jetzt haben wir dann einmal sozusagen einen Platz gebaut, wo wir schon mal heimisch sind. Ne? Ich habe jetzt da als nächstes ein Seil. Das habe ich auch aus der, für die Baumpflege vor allem. Hat irgendwo jenseits von einer Tonne Lastus halten kann, ist 20 Meter lang. Es ist im Zweifel recht nützlich. Ich kann damit ein Auto abschleppen oder rausziehen. Ich kann mich selber aus dem Haus retten, wenn es sein muss. Ich kann es auch einfach nutzen. Wieder Mastwurf, gesteckten Mastwurf. Moment, müssen wieder rum. Ich zeige es jetzt da nochmal. Rum. Nochmal rum. Da macht er so eine Schlaufe. Durch die Schlaufe geht er unten durch. Fertig. Halbschlag zur Sicherung und ich kann mir notfalls irgendwo runterlassen.
kann da zur Not auch, mache ich das auf der anderen Seite auch nochmal fest. Einmal rum. Zweimal rum. Durch die Schlaufe durch. Dann kann man das da bequem spannen. Zieh das an. Reicht so auch. Und ihr habt da mal auch die Möglichkeit, ich habe da auch dann unsere Rollen immer dabei. Mit der und einem Karabiner, wenn man das da einhängt, kann man dann auch. Ihr müsst über einen Fluss zum Beispiel irgendwelche Waren rüber, je nachdem, Lebensmittel. Na, damit geht's. Das braucht man halt dann mehrere Seile. Ich meine, da ist dann die Frage, aber ihr seid ja dann wahrscheinlich auch nicht allein, aber man kann Bauern, wenn jeder was dabei hat. Ne? Ja, dann geht's weiter im Fluchtrucksack. Ich habe jetzt da so einen kleinen Schlafsack ausgewählt. Schlafsack gibt es jetzt von bis und rauf und runter, also da kann man sich echt austoben. Ich habe jetzt einfach einmal ein wenig auf den Preis geschaut, weil ich mir denke, die allerwenigsten werden das irgendwo ständig nutzen in Outdoor und was weiß denn ich, Camping, sonst was. Also ist es irgendwo eine Frage. Auch vom Preis, wo die meisten Leute dann sagen, hey, 500 Euro für einen Schlafsack, wozu das? Und dann habe ich da jetzt einfach mal an bei Amazon ausgewählt, was relativ klein ist. Der Schlafsack hat den Vorteil, ihr könnt ihn einmal in einer Sammelunterkunft oder was auch immer nutzen. Also ihr seid nicht auf fremde Betten angewiesen. Er ist klein, er ist relativ leicht. Ultraleichtgewicht drauf. Ja, Gewicht steht jetzt gar nicht drauf. Aber nicht viel auf jeden Fall. Ne? Dann in der Tasche. Ihr seid schon mal in der Hängematte, habt ihr schon mal einen geschützten Raum. Sagt, ihr könnt das Ding dann da, also wenn es nicht aufgeht, seid ihr da drin schön in eurem Schlafsack verpackt, seid ihr schon mal aufgekommen. Ja, Unwetter oder auch nicht. Was wir noch nicht haben, ist ein Dach über dem Kopf. Hätten wir jetzt dann damit. Also ich kann mal einen. Ihr könnt euch mit sowas eben mal mit wenig Gewicht einfach das Zeltbauer einfach da nur Schnurstücke raus. Äste im Boden passiert ist. Ne? Es ist nicht die Luxusvariante, aber wir reden vor Notfall. Ne? Wir reden davor, das Haus brennt und ich muss raus und zwar jetzt. Die Flut kommt, ich muss raus und zwar jetzt. Ich habe meiner Frau ein Hochzeitstuch vergessen. Ich muss raus und zwar jetzt.
Und oftmals ist es ja auch so, dass dann einfach, man sieht es jetzt da in NRW, bis dann wieder irgendwie gewisse Logistikinfrastruktur auftreten ist, gehen 2, 3, 4 Tage ins Land. Und dann stellt euch mal hinaus, 2, 3, 4 Tage. Ohne irgendwas, ne? Dann geht's weiter. 2, 3, 4 Tage, habe ich gerade gesagt. 3 Tage ohne Wasser und ihr seid einfach mal tot, ne? Die Nordrhein-Westfalen sind gerade abgesoffen und haben keinen Liter Trinkwasser, ne? Deshalb habe ich jetzt da, so groß ist der, ein Wasserfilter. Da ist jetzt ein Beutel dabei. Und eine Spritzen. Die Spritzen ist da dazu da. Die steckt man dann da hinten drauf und lässt das ganze Gerät rückwärts laufen. Also man nimmt ein bisschen sauberes Wasser und spült es rückwärts wieder durch den Beutel. Könnt ihr auch, also ihr lasst ihn einfach, ihr füllt ihn einfach, den Beutel, an einem Fluss, an einem See, an einem, wo er eben Wasser herbringt, das ist da relativ wurscht. Ihr füllt das Ding und da könnt ihr trinken. Es passt aber auch genauso gut PET-Flaschen drauf. Also wenn ihr, die Flaschen fliegen ja dann eh voll durch die Gegend. Also ihr könnt genauso die normalen PET-Flaschen nehmen, füllt die mit Wasser, dieses Ding oben drauf und ihr habt sauberes, trinkbares Wasser. Der Wasserfilter filtert unter 0,1 Mikron, also das ist, er filtert alles raus, was raus muss. Es ist jetzt zwar wahrscheinlich kein Heilwasser dann am Schluss, aber besser als gar keins. Und ich möchte nicht wissen, was in mancher Getränkeflaschen oder Getränkeglas sich so tummelt. Also an den Wasserfilter ist ganz wichtig dran zu denken. Ihr habt einfach nichts, ne? Dann geht es weiter. Machen wir das ganze Ding nicht mehr ausleeren. Da habe ich nochmal so sehe die Bänder, die kann man vielerlei nutzen. Ne? Dann, was gern vergessen wird, eine kleine Verbandsbox. Da ist mal alles Notwendige drin, wo man sich schnell mal helfen kann. Aber hier auch eine Rettungsdecke. Das heißt, wenn jetzt der Schlafsack zu kalt werden sollte, nimmt man die Decken einfach nur zusätzlich und hält damit die Körperwärme bei sich. Das funktioniert dann einigermaßen gut. Es ist die Notsituation. Es ist nicht, wir sind nicht im Luxushotel, ne? Was ich auch ganz gern immer empfehle, sind diese Kältekompressen. Ich verlinke euch die einmal eine ganze Packung voll. Die könnt ihr auch ohne Kühlung verwenden. Ich habe die auch in meinem Video da schon mal erwähnt. Ihr müsst ja bloß die Flüssigkeitsblasen zerdrücken und dann kühlen die. Und die helfen dann einfach. Ihr habt Verstauchungen, Insektenstiche, stehen Verbrennungen, Zerrungen, Zahnschmerzen. Die Zahnschmerzen können wir immer dann, wenn man es genau überhaupt nicht brauchen kann. Da ist einmal geholfen, ne? Mit wenig Platz und wenig Aufwand. Dann, ihr seht, ich stehe gerade außen in meiner blühenden Wiese. Ne? Ganz wichtig, wäre jetzt nicht eingesprüht, ne? Würde ich hier so nicht stehen. Und wir haben es jetzt da trocken. Jetzt stellt euch vor, ihr seid in einem Hochwassergebiet oder so.
In einem Wald, ja, wo auch immer, euch stechen die Viecher zu tot. Drum packt so ein Ding mit ein. Es hilft sehr gut. Dann geht's weiter. Wir haben jetzt Verbandzeug. Wir können mal übernachten. Wir haben einigermaßen Wärme. Wir haben Wasser. Und was ganz schlimm ist, wir haben Hunger. Habe ich jetzt zwei Ideen. Das ist einmal das da. Die meisten werden es kennen. Das ist das Schoca-Cola. Das ist ja koffeinhaltige Schokolade. Es hat Koffein, 200 Milligramm. Keine Ahnung, ob das viel ist oder nicht. Was es hat, so eine Packung hat 545 Kalorien. Und hat Zucker und hat 35 Gramm Fett. Zucker und Fett ist Energie. Das ist das, was ihr braucht, wenn ihr draußen seid. Weil sonst seid ihr einfach nur schlapp. Und da gibt's in dem Moment, diskutieren wir nicht über irgendwelche, ja, wir sollten Diät und Schmann und Quaff. Zucker, was das Zeug ergibt. Weil sonst wird's echt kritisch. Schoca-Cola heißt das Zeug. Ihr findet es natürlich unten verlinkt. Und was wir dann noch haben, das ist sowas. Ich habe mir jetzt da bei Amazon gibt es ja riesen Listen von so Notnahrung und so weiter. Und bin dann da drauf gekommen. Das sind jetzt 500 Gramm und sind 2300 Kalorien. Das Zeug ist haltbar bis 2041, also das backt da mal ein und vergesst es einfach, solange das zu ist. Ihr könnt die Dinger also sind so Kekse praktisch. Ihr könnt die einzeln einfach so essen oder in Wasser aufweichen. Sind 9 Stück drin. Und mit dem Wasser habt ihr dann einen Brei. Jetzt also einmal, habt ihr Kinder dabei oder so. Es ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Monate. Also wenn ihr Kinder unter 6 Monate habt oder ihr habt irgendein spezielles Ding, da müsst ihr natürlich extra drauf schauen. Zutaten ist da gebackener Weizen, Palmfett, Zucker, Soja, Protein, Gerstenmalzextrakt und so weiter und so fort. Also das ist im Prinzip Sattmachbrei, schmeckt bestimmt nicht, aber besser als nichts. Ich werde da mal ein Video draus machen noch extra. Ich war vor dem, also wir machen jetzt dann mal mit Notnahrung und die werde ich nochmal ein wenig genauer erklären. Dann um das ganze Ding, warmes Wasser, warme Nahrung, wenn er Suppen kriegt irgendwo, Suppenpulver, kann man natürlich auch mit so Bäckchensuppen oder so, ne? Es ist immer besser, ich habe dann irgend so Chemie-Bäckchensuppen dabei und habe ein bisschen an Geschmack, wie bloß warmes Wasser, ne? Nudelsuppen in der Tüten oder so, das, da habe ich jetzt nicht viel drin, aber sowas ist eben leicht und man kann es einfach in dem Rucksack zwischen rein stopfen, ne? Dann das ganze Ding. Der gute alte Esbit-Kocher. Da könnt ihr mal schnell heizen. Ihr könnt euch ja Suppen warm machen. Mit einem so einem Ding, das brennt ungefähr 5 Minuten, sollt ihr halber Liter Wasser warm werden. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man da noch Packung extra Tabletten dabei hat. Diese hier, ne? Dann braucht ihr was zum Feuer machen. Es nutzt ja nichts, wenn ihr da ganz toll und super. Ich habe überlegt, habe lang rumgeschaut und habe mir dann gedacht, das ist mir ein Feuerzeug in der. Wenn ich einmal draußen bin, es ist feucht, es ist nass, es ist. Irgendwas ist immer, wenn man so schön sagt, ne? Lagerfeuer anschüren. Mit einem Feuerzeug, dann ist das Gas leer, dann ist der Sprit leer und so weiter.
Und dann bin ich auf die Dinger gekommen. Ich hoffe, man kann sehen, wie das funkt. Also mit dem Ding bringt er da ganz locker flockig einmal genügend Funken zusammen, um so ein Spit anzuzünden, um euch ein Lagerfeuer anzuzünden. Ne? Bisschen ein trockenes Laub oder Späne oder Papier, irgendwas findet sich. Ne? Und wenn ihr halt so Esbitterblätten habt, habt ihr mal einen schönen Grundstock für ein Lagerfeuer. Das ist das Nächste. Ne? Und da habt ihr eben die auch bei Nässe. Ich hab dann geschaut, es gibt ja auch so Streichhölzer für Nässe. Und wie viel hat man denn davor? Und wenn es soweit ist, sind sie eh nicht da. Ja, dann. Die Wundertüte ist noch nicht fertig. Mal bevor die. Dann habe ich da immer so Karabiner mit drin. Ich nehme die gern mit dem Drehverschluss. Der hat jetzt 12 Kilonewton. Also kauft ihr nicht irgendeinen Billigmist im Tausenderpack. Ich verlinke euch die mal, die sind geprüft. Ne? Ist jetzt wahrscheinlich nicht die Kletterqualität, aber ihr braucht es ja nicht zum Klettern. Ne? Ihr braucht es, um das da aufzuhängen. Wenn ihr zum Beispiel euren Rucksack da hier hängen wollt. Ne? Na. Da habe ich nochmal ja. Ne? Also kann man sich echt austoben mit den Dingen. Da sind jetzt 25 Kilonewton. Ne? Das sind 250 Kilo, glaube ich. So übersetzt. Ja, wir waren beim Essen kochen. Ne? Nutzt natürlich nichts, wenn man sich die tolle Suppe kochen will und hat kein Geschirr dabei. Wenn man sich Wasser warm machen will und hat nichts drin, wo man es warm machen kann. Ist alles in so einem Set drin. Es ist ein Besteck mit drin. Da habt ihr. Ups. Messer, Löffel, Gabel. Dann ist da noch so ein Untersetzer dabei. Das Schälchen für den Gruß aus der Küche. Na, Schmand, das ist einfach ein Schöpfer. Da auch nochmal ein Karabiner. Ne? Ihr könnt es dann halt notfalls ein Aufhänger oder so. Ne? Es ist ultra leicht. Ihr habt einen Topf dabei, wo ihr euch eben einmal die Suppen, das Wasser, das Kaffeewasser, keine Ahnung, und eine Pfanne. Das passt dann alles schön ineinander. Deckel drauf. Ihr habt es in dem Sack drin.
liegt nicht einzeln da rum. Dann ist es sauber in dem Sack verpackt, den man auch bestimmt als Nudelsieb nutzen kann zum Beispiel. Wenn ihr jetzt dann doch Nudeln habt oder so, ne? Also wenn, je nach Rucksack, wenn einer genug Platz hat, eine Packung Nudeln mit rein. Die Dinger, die halten Jahrzehnte. Ihr kocht die in dem Wasser, kippt die durch Sieb und habt Nudeln. Ich habe dann da nochmal ein extra Besteck, Löffel, Gabel, was ihr auch wegklicken könnt, so, ne? Also das ist, zack, geht langsam so wie im Luxusrestaurant da. Kann das im Prinzip dann im Leer gleich da mit rein. Ihr müsst natürlich dran denken, je nachdem wie viele Familienmitglieder ihr seid, für die sollt ihr schon alle irgendwie denken. Ne? Dann habe ich, je nachdem wie viel Platz man hat, meinen heißgeliebten Feuerlöscher. Habe ich schon mal daran gedacht, ihr müsst jetzt aus einer brennenden Wohnung flüchten. Und jetzt habt ihr irgendwie, keine Ahnung, ihr müsst auf jeden Fall raus oder ihr wollt raus und es kommt langsam näher. Ihr habt einen Feuerlöscher, wo ihr euch zumindest einmal einen gewissen Freiraum verschaffen könnt. Ihr könnt damit nicht die Wohnung löschen. Aber ihr könnt euch eventuell einen Freiraum verschaffen, den brennenden Fensterrahmen mal kurz ablöschen, dass ihr nicht in die Flamme reinlangen müsst oder was auch immer. Ne? Ja, da solltet ihr dann vielleicht auch noch einpacken, was ich jetzt da überhaupt nicht drin habe. Schuhe. Eventuell, ich habe nachgedacht, ich hätte ein paar Gummistiefel einpacken. Man hat ja jetzt das da im Ding gehabt, es gibt zum Beispiel die S3 Gummistiefel. In die kann man trotzdem schön klar falten, sie wiegen nicht viel. Also ihr habt da durchtrittssichere Sohlen, ihr habt da Stahlkappen. Also ihr habt da nicht das Risiko, dass ihr dann raus habt, wenn wir jetzt in NRW zum Beispiel, ja, wie schnell steht man am Nagel, ne? Dann habt ihr das nächste Problem und es kann euch ganz schnell ein großes Problem werden. Ne? Dann natürlich Hosen. Zum Beispiel kann ich jetzt da empfehlen, Engelbert Strauß, die Arbeitshosen, die, wie heißen die, Motion, glaube ich. Das ist einfach, sie sind ultra robust, sie trocknen sehr schnell. Ihr habt dann Schwung Taschen, weil ihr steht ja dann auch nicht rum und wartet drauf, dass irgendwas passiert. Ne? Also ihr habt einfach Ersatzkleidung dabei. Ich sag T-Shirt, irgendein Pullover, eine Fleecejacke, irgendwas, was wärmt obenrum. Und eine Regenjacke mit reinpacken. Ne? Irgendein so ein Plastikding. Einfach trocken bleiben, lasst es regnen, lasst der Gewitter sein. Ihr steht da, ihr seid patschnass. Was? Und ihr könnt euch ja dann auch nicht ewig unter die Plane stellen. Ne? Die Plane ist einmal da, um euer Hängematte trocken zu halten, ne? Einen Unterstand. Ja, und was dann noch ganz wichtig, kommen wir dann auch zum letzten Punkt, Dokumente. Ich habe jetzt da so Dokumententaschen gefunden. Da sind in der Packung sind zwei Stück drin, A5 müsste es sein und A4. Die Dinger sind nach Herstellerangaben und auch nach Bewertungen sind die wasserdicht und feuerfest. Also selbst wenn euch jetzt, ihr seid nicht daheim und euch fackelt die Hütten ab, da sind eure wichtigsten Dokumente drin. Geburtsurkunde, Versicherungsschein, keine Ahnung was, ne? Scheidungspapiere. Aber packt die wichtigsten Dinge ein. Personalausweis, Reisepass. Viele haben zwar von den Dingen, kein Mensch braucht zwei Stück. Ja, dann nein, ihr habt was. Ihr habt einfach Dokumente, ihr könnt nachweisen, hallo, hier bin ich, bin der und der. Ja, und dann, wie gesagt, denkt an eure Familie, ne? Gerade in Sachen Nahrungsmittel.
Vielleicht da. Da bist du damit rein. Zweites, drittes Besteck. Packt nur Taschenmesser mit rein. Das sind jetzt so meine Vorschläge. Es ist sicher nicht, jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich möchte da garantiert nicht damit sagen, dass ich jetzt da der absolute Überspezialist bin. Aber ihr habt einmal eine Anregung und habt eine Vorstellung, wo man hin will. Jetzt muss sich natürlich jeder persönlich seine Prioritäten setzen. Ne? Der eine sagt, ich will da nur einen Survival-Ausflug draus machen und braucht dann nur eine Säge und was weiß denn ich nicht alles. Ja, ich sehe das einmal jetzt gerade mit der Hängematte, Schlafsack, Dachmöglichkeit, also trocken, dann Essen, Trinken ist wichtig, Dokumente und frische Kleidung. Ihr steht wochenlang in versiffte Klamotten rum, könnt nicht wechseln, ihr dreht hohl. Ne? Man kann ja vielleicht nur eine Seife mit reinlegen, ein ganz normales Stück Kernseife. Das Ding hält ewige Zeiten und wie dankbar ist man denn dann, gerade jetzt die, ich habe das in ein paar Videos, ich habe mir seit 3 Tagen die Hände nicht gewaschen. Ey, das ist das höchste Gefühl, einfach, die tue ich mit rein, die trägt nicht auf, die wird nicht kaputt. Ich kann mir die Hände waschen. Ich habe vielleicht Schmier an die Finger oder irgendwas, sauber waschen. Ja, und natürlich ganz wichtig, echt ganz wichtig. Dann, was ihr dann denken solltet, habt ihr irgendwelche Medikamente, die ihr dauernd nehmen sollt, packt euch einen Medikationsplan mit ein. Ihr wisst ja nicht, ob euer behandelnder Arzt nicht da zufällig gerade abgesoffen ist. Packt das Ding mit rein und ihr habt's. Einfach eine Kopie machen, da in die Dokumententasche mit rein. Frisst kein Brot, im Zweifel ist es hilfreich. Habt ihr irgendwelche Allergien, packt's mit rein. Packt vielleicht ein wenig Geld mit rein. Einfach da mal irgendwann einmal 100 Euro mit reingesteckt in die Dokumententasche. Im Zweifel hat man einfach schnell ein paar Euro, wo man irgendwas kaufen kann oder was weiß ich. Ihr seht es jetzt da, eure Bundesregierung kommt mit 200 Euro. Was wollt ihr denn da damit? Mit 200 Euro kann ich vielleicht eine Woche lang da kampieren, aber dann ist schon ziemlich durch. Ihr müsst euch, wir haben das am bundesweiten Warntag 2020 gesehen, man hat es jetzt da gesehen, ihr müsst euch um euch selber kümmern. Verlasst ihr euch auf andere, ihr seid verlassen. Wir zahlen zwar einen Riesenstaat, aber im Zweifel ist er weg. Ja, soweit zum Video Fluchtrucksack. Klickt auf ein Abo und die Glocke. Es werden jetzt Test Kochgeschirr, Test Esbit-Kocher, Test Notnahrung, da ist noch mehr unterwegs. Es kommen garantiert jetzt noch mehrere Videos über die ganze Notfallausrüstung. Wenn der eine oder andere sich bemüßigt fühlt und sagt, Mensch, sowas brauche ich ja, ist nicht verkehrt. Und ihr, ich würde mich freuen, ihr klickt auf Antwort meine Links. Ich habe also einen Generallink. Ihr könnt mich damit kostenlos unterstützen, wenn ihr da einkauft. Ich kriege dann einfach mal Provision davor. Es ändert am Preis nichts. Amazon ist einfach, ihr geht kein Risiko ein. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.